Hallo und willkommen zurück zu The Bard's Tale 4, 12. Folge. Ja, wir haben ein bisschen, in der letzten Folge, ein bisschen Exkursionen gemacht. Was ist das denn eigentlich? Ein Kotrat-Opfer. Übrigens, Kotrat, es gibt tatsächlich, als Baker hat man tatsächlich so ein Kotrat zugeschickt. Das kann man sich ausdrucken und zusammensetzen. Vielleicht braucht man das für diese Kotrat-Opfer. Opfer-Schreine eigentlich, ne? Wer weiß, was ist das? Ach, wie schön. Herz allerliebst hier, was ist denn da los? Kommt da rein. Da, das gleiche Versatzstück wie schon so oft gesehen. So, und woher sollte man denn wissen? Das ist eine hier Seite. Woher sollte man eigentlich wissen, welches Kotrad hier notwendig ist? Also, wenn man das Kotrad hätte. Ach, hier oben, an diesen Zeichen. Ah, ja. Naja, das wird. Das wird mit dem Kotrad zusammenhängen, ja klar. Das heißt, ich müsste jetzt das Kotrad ausdrucken und zusammenbasteln. Oh, ist das ätzend. Was machen die, die keinen Drucker haben? Die können gucken, wie sie zurechtkommen, oder was? Jetzt nicht weiter. Da gibt's Kämpfe, oder? Nö. Keine Kämpfe. Okay. Jetzt warte mal. Da eigentlich geht es ja da drüben weiter. Da müssen wir eigentlich wieder raus hier aus der ganzen Schose. Und meiner eigentlichen Bestimmung mal folgen. Die wäre nämlich. Wo ist die? Wo ist meine Bestimmung? Hier runter? Arms for your bloody arms. Eigentlich auch nicht, oder? Dwarves took all I had. Was ist hier los? Runa. Hey! You! You can't. Garths is a respectable business. We don't sell to adventurers and the old races. Was, Gas? Ihr handelt auch mit Paladin? That's right. We've got the seal of approval from Bishop Henry. Das ist absolut ungerecht. Have to make a big show of brushing you off, just in case the Fatherites are watching. Ihr habt Angst vor den Fatherites? It's been terrible since Henry's become bishop. Worse every day. I'd run below and join the Adventurers Guild like you. But have a look. Ach, hier geht's wieder nicht. Keep low, friends. Okay, aber dass es Gas hier gibt, finde ich ja ganz gut. I hate this place. Aber man merkt es auch nicht, gell? Also ich. Klar, das ist nicht das alte Scarabre, aber. Gas, Gas ist hier nicht viel zu sehen. Also das ist sowieso nicht mehr der Gas. Ich glaube, der ist ja auch gestorben, der Gas. Dem ist irgendwas am Kopf gefallen, oder? Aber trotzdem ist es schon ein bisschen schade, weil das sind alles nur so. Wie soll ich das sagen? Das sind so. So lose Hinweise, einfach mal so hingeworfen, aber die erzeugen bei ihm nichts. Kein Gefühl, kein. Kein nichts. Kein gar nichts. Ich möchte jetzt wissen, wie ich da hinten hinkomme. Ach, gucke mal, das ist auch so eine bröckliche Wand. Oder? Das ist keine bröckliche Wand? Ich denke schon. So. Bröckelwand, also. Oh, schau mal. Kraut. Was gibt's denn hier Schönes, bevor wir uns da den
garstigen Schlägern widmen. Ach, da hätte ich doch gleich hierher gehen können. Hä? Irgendwann gibt es hier noch ein Achievement fürs Krautsammeln, ich sag's euch. Not much of a challenge here. Ja. Get him, you slobs! Vastiken and Dragon! Vastkelenish! Also das Kampfsystem hat ja anfangs einen guten Eindruck gemacht, ist ja auch immer noch so, aber so langsam nutzt sich das ab. Also diese ganzen Kämpfe hier, die sind jetzt eigentlich eher unspannend. Da fragt man sich oder wünscht man sich vielleicht manchmal sogar, der Kampf würde automatisch ablaufen, weil das ist jetzt nicht so wirklich toll. Da habe ich jetzt angegriffen und die Verbrennungsanimation ist noch gelaufen. Und deswegen konnte ich die Kopfnuss nicht direkt ausführen. Auch irgendwie ein bisschen witzig. Oh, der hat immer noch keine. Oh, oh. Kein Ziel mehr, Reichweite. Jetzt schon. Hier. Hang on. I hit my mind. Get out of the. Das können wir wohl abgeben, hä? Nee, das war schon. Okay. Das ist hier Geld. Samen, bla. Da waren wir vorhin. Was ist hier? Interessant auch. Man kämpft ja hier gegen irgendwelche Leute, aber die Wachen stehen hier rum. Und das sind ja auch eigentlich die, die uns gejagt haben. Die interessiert das jetzt auch nicht, dass ich hier mit so einem Trove und so einem Zwerg und so rumlaufe. Ist denen alles wurscht. Sounds like murder's being done. That's Tavish's voice. The imposters got him. Yeah. Aber kurz ein Prozess. Did you not read the contract, Paladin Tavish? There is a substantial penalty for late payment. Please, Dildlish, I have the money. Let me pay you. Too late. A dwarf obeys a contract to the letter. Ah, Tavish, leave him alone, you. He looks just like me. What trickery is this? Jetzt kommt der Endboss. Take off your beard, you faker. Come and try it, you doppelganger. Immer noch kein. Ready? Oh Gott, ich habe immer noch kein Ding ins Kirchen. Dämlich war das denn von mir. What should I do? Time to hide. You're not even a dwarf. This just gets worse. Ha! Had you wondering, didn't I? Yes. Your days of ruining reputations are over, imposter. I'm gonna drag you through the streets. Ha! They'd hang you for it. Nicht los. Hang on. Hm.
Grandum proximo nit ferte! Here. Unschön. Am I supposed to be so sorry? Tell me. Das hat nicht gereicht, um die Konzentration von ihm zu stören, ne? Hab ich jetzt richtig gesehen? Oh, wie schlecht. Ready, I suppose. Oh. Ach, der hat mal. Ah, er hat meditiert, okay. Das könnte der erste Kampf sein, der für mich nicht so gut ausgeht. Wie viele Lebensmittel hat denn der Typ noch? Yep. Mehr als genug. Mal schön Kopfnuss. Ready when you are. Noch ein Zauber, Heiltrank hier, mein Freund. Tiros sind fertig! Away I go. Ready. Wenn der stirbt, sterben vielleicht auch die Illusionen. Das ist jetzt so meine Hoffnung ein bisschen. Der hält ja ein bisschen was aus hier. Ready when you are. Okay. Puh. Neuer. Dalglish, my friend. Is it really you? I knew you couldn't be. There's something afoot, isn't there? A deliberate attempt to turn we Fatherites against you and the other old. I'm sorry. Wenn der noch lebt. Der stirbt doch, oder? Ach, now, Captain, why'd you have to go and do that? The poor man. There isn't fair at all. That's our cue to go. The other paladins won't see our side of this. Wait, though. I must get my ledger. Can't let him find it here. Moment. Levelaufstieg machen. Du. So. Dann, warte mal, was hier los ist. Gibt es hier eigentlich begrenztes Inventar in dem Spiel? Guck mal, das vierte Band. Tag 9 des Zeiten. Offenbar habe ich doch zu laut über die Fatterien gemault. Meine Vermieterin Mistress Deering hat mir erzählt, dass die Paladine während meiner Abwesenheit nach mir gefragt haben. Ich fürchte, ich kann nicht zurück in meine Wohnung, um meine Sachen zu holen, also werde ich wohl mit dem auskommen müssen, was ich auf dem Rücken trage. Zum Glück schuldet mir Kingston noch einen Gefallen, ich bin also nicht auf das Stadttor angewiesen. Ich denke, ich werde für eine Weile meinen Cousin Ilian im Norden besuchen. Vielleicht ist es dort etwas ruhiger. Ich fürchte, Scarabre wird in Flammen aufgehen, ehe das alles sein Ende gefunden hat. Und diesen Anblick will ich mir ersparen. Vor allen Dingen, wenn du mittendrin stehst, meinst du wohl. Jo. Sonst gibt's hier nicht mehr allzu viel. Ein bisschen was zu uns nehmen sollten wir jetzt mal.
Sind alle angeschlagen? Und dann, ja, nimm halt das Buch hier. Oh, there it is. That's a relief. Now let's... Wait. There's a note tucked into the ledger. Was ihr auch tut, die Kunden des Zwergs müssen überleben. Sie müssen Geschichten über seine Gier und Grausamkeit verbreiten. Aha. You cunning bastard. If I get my hands on you... So, wieder eine Quest erledigt. Ich habe auch Quest-Erfahrungspunkte bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein Kraut! Was ist das? Achso, es war blockiert, ja. It's the lady. She seems to be in distress. Poor children, but the paladins are everywhere. What do you mean? Ist ein Level aufgestiegen und das werden wir jetzt schon noch durchziehen. Und warum geht das nicht? Geht das nicht? Hä? Geht nur eins von beiden, oder was? Geht denn nur eins von beiden? Kehrt zum Prüfungsausschuss zurück. Ah ja. Okay. Da ist allerdings die Frage, wie komme ich jetzt denn so einfach zum Prüfungsausschuss zurück? Und was ist mit der grünen Zauberin hier? Die müsste ich ja eigentlich mal ansprechen vorher. Machen wir das noch schnell. Dalglish, Ringneck. I'm so glad you're here. Thank you for finding me. I was following a rumor that an elf seductress was luring away young men and women from their homes. Fearing this was part of the campaign of terror against Scarabrae. Ein Elf hat das gesagt? I hope it is a lie. To find that any kin of mine... Ich kann keine Spur finden. There is a song, Jaranel's Eyes, that can reveal it. Auch eine Magier, Magie betreibende. Klar, wenn sie grün zaubern heißt. Now, play Jaranel's Eyes and reveal their trail. Na gut, diesen Spruch
kann man sich auch sparen, wenn man einfach dem blauen Balken folgt. Aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Quite right about those folk. Sing Jaranel's eyes with me. Let us see what it shows us. Ich denke, das Geheimnis werden wir erst in der nächsten Folge ergründen. Bis dahin, macht es gut und auf Wiedersehen.